Das kann eigentlich nur der Augenarzt feststellen, indem er eine Funduskopie durchführt. Das heißt, wenn er in das Auge reinleuchtet, dann sieht er schon, ob Veränderungen da sind. Um die Diagnose dann richtig zu bestätigen, muss eine Fluoreszenzangiografie durchgeführt werden. Das heißt, dann wird über die Vene ein Farbstoff gespritzt, der sich am ganzen Körper verteilt, und dann werden Aufnahmen vom Auge gemacht. Dann sieht man, wie die Durchblutung ist und wo sich Membranen gebildet haben und wo diese Flüssigkeitsaustritt da ist von den Gefäßen. Gleichzeitig muss auch noch eine OCT-Untersuchung durchgeführt werden. Dabei wird die Netzhaut letztendlich mit einem Laserstrahl abgetastet, sodass man eine ganz detaillierte Aufnahme hat von der Netzhautmitte. Das ist etwas, was schmerzfrei ist und relativ schnell geht und was für die Verlaufsdokumentation ganz wichtig ist, weil man dann sieht, ob die Therapie, die man durchgeführt hat, ob sie anschlägt oder nicht, und wo letztendlich noch andere Maßnahmen zu ergreifen sind.